Willkommen zurück zu einer weiteren Erkundungsmission mit an Bord ich und ich. Geht's nochmal zum Portal? Links rum. So, ich habe in der letzten Folge Augenvieh hier gesehen. Oh! Ach so. Das wäre so schön gewesen, wenn da jetzt Steine gewesen wären. So. Stein? Nein. Ein Wurmloch ist hier noch. Aha. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man Holz braucht, dann ist nichts da. Oh, geil, ich hab Steine. Vier. Auch wieder so ein Belebungsding hier. Ich hack mal ein bisschen Holz kaputt hier. Ja, denk dran, die Nacht wird jetzt länger. Ja. Irgendwie steht hier einer mit dem Kopf im Sand. So, Achtung, es wird Nacht. Oh, ja. So just in time, ne, Alter. Ich lebe auch echt am Risiko, ey. Ach, guck mal, Chester liegt da und schläft. Ne, Chester? Hier kannst du Schwarz Marmor haben und das kannst du haben. Ich baue jetzt eine Wissenschaftsmaschine. Gleich, wenn es Tag wird. Okay. Am Dings denn? Am Dings oder was? Hm? Am Dings hier, hä? Am Dings, nimm Dongs, welchen Dings? Ja, ich werde mich da gleich auf den Weg nach Hause machen. Also, nächste Nacht bin ich wieder zu Hause. Am Portal, dann. So wollte ich das sagen. Der Tag ist wieder da. Moin! Riskierst du oder riskierst nicht? Ja! Das ist mit Holz wieder auch ein bisschen lappidappi. Oder was bist denn du für ein Viech? Ach, oh Gott, das ist ja direkt in unserer Nähe. Noch so ein Viech. Noch eins? Maxwell-Statue, ja. Ach so, ja, da standen die anderen beiden, die mich da angegriffen haben, die Dinger. Ja, aber noch eins? Das sind mehrere. Ja, zwei Stück, glaube ich, waren da. Die sind ein bisschen zu heftig für uns immer in der jetzigen Form. Hey, danke. Ich weiß. Was soll ich da machen? Ich habe die Welt nicht generiert. So, werde ich mir noch einen Heimweg mal machen. Welche Richtung muss ich denn? Achso, okay. Cool, dank der Mod haben sich automatisch Thermometer und Regenometer irgendwie ausgemottet.
Kann man ja dann nicht mal machen. So. Eine Schaufel würde ich schon gerne haben. Aber ich. Na, ich mache so meine Axt. Todgeil. Wie? Alter, wie hast du das denn geschafft? Da siehst du doch, wurde von einem Tollwurst getötet. War das dieses Augenviech? Ja. Wo ist denn das Portal? Da. Bin ich auf dem Weg schneller? Prepare yourself. Welt 11 is coming. Nein! Monsterbaum greift mich an. Es ist groß. La 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 la. Hilfe, 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 Hilfe. Kannst du ihn haunten? Das wäre cool. Ja, warte, ich komme auch. Ich komme dir mal entgegen. Achso, ich sehe dich gerade. Wo ist der Baum? Ach, hier. Ja, jag die mal runter zu den anderen. Boah, der. Boah. Zu welchen anderen? Na, zu den anderen beiden Typen da. Die doch hier unten waren. Stimmt, genau, die könnten ihn angreifen, ne? Ja. Ich hab mich. Attackiere den dann da mal. Wenn er dann auch irgendwann mal kommt. Klar, voilà. Mampf, Mampf, Nom, Nom, Nom. Da ist er. Waren hier, glaube ich, hier oben irgendwo. Da. Ich glaube, ja. So, jetzt machen wir den hier. Ja, klappt super. Aber vielleicht jetzt. Nee. Alter, 3000 Leben der Baum. Nee, obwohl doch. Ich könnte versuchen, ihn immer anzugreifen, aber das wird ein bisschen tricky. Das wird dauern vor allen Dingen. Kann man den anzünden? Ja. Geil. Sauber. Gut, wir fackeln natürlich alles in der Umgebung ab, aber naja, egal. Hauptsache der Baum stirbt. Stirb, stirb, stirb. Ja, ich muss erstmal über Nacht hier bei deinem Feuer bleiben. Ja, mach ruhig. Er hat noch 2671, geil. Ja, und er brennt wieder nicht. Oh Gott, kann man irgendwas craften, was hier für Schaden macht? Erstmal eine Grasrüstung machen. Geh mal kurz hoch zur Wissenschaftsstation. Versuch mal schnell was zu craften. Warn mich mal vor, wenn er kommt. Der hat irgendwie auf mich abgesehen. Ja, guck mal, ich kann mich sogar den im Weg stellen. Aber ich muss gerade zu Chester, der nervt gerade so ein bisschen. Es wird übrigens gut, ja? Mhm. Mach mal Feuer. Ja, wie denn? Warte mal. Bitte. Warte, ich mach mal ganz heiß. So heiß. Ja, mach mal ganz heiß und ich renn mal ihn. Ich lock ihn einfach mal ins Feuer. Der muss von alleine irgendwie anfangen zu brennen.
toll. Hm. Mensch, guck mal, 600, fast 500 Schaden hast du schon gemacht. Toll. Schön. Er schiebt mich voran. Heiß, am Feuer. Na, nicht schubsen hier, Baum. So, ich komme gleich wieder, ich hole nur meine Sachen. Hm? Oder ich versuch's zumindest. Boah, unterwegs muss ich Punkte sammeln. Ja, was für ein Kampf, ey, das ist ja der Hammer. Tja, epischer Boss-Fight schon am Anfang, geil. Welt 10 hat's in sich. Das Geile ist, ich hab voll Leben. Warum auch immer. Ich glaube, ich regeneriere entweder nachts oder wenn ich ihm Schaden zufüge, Leben. Ich ziehe ihn, glaube ich, Leben ab. Und ich habe voll Sanity. So, jetzt hat er mich getroffen. Ey, geil, ich ziehe ihm Leben ab. Cool. Stirb. So, einmal kurz weg. Er macht nämlich immer mehr Schaden. Ey, ich sauge ihm das Leben raus. Ich hab ihm 2000 Leben abgesaugt. Mit der Sichel. So funktioniert der Tod also. 960, ich hab ihn gleich. 800. Ich glaube, ich kann nochmal auf den normalen Speer zugreifen. Ey, im Allgemeinen, wenn ich ihn Schaden zufüge, krieg ich Leben. Ja! Cool, ich bin unverwundbar. Somit. Er hat noch 250. 180. 117. 15. Tot! Ah. Dam. So. Der scheiß Vogel verfolgt mich. Und ich hab Gold und ich möchte das Gold fallen lassen. Warte mal, der Vogel verfolgt dich? Ja. Wo bist du? Ich komme jetzt zum Portal wieder. Jetzt geht er weg. Warte, brauchst du Blütenblätter? Ich hab alte. Und ich bin unverwundbar. Lass mich mal den eben bekämpfen. Oder macht er ordentlich Damage? Also er hätte mich mit einem Ding her nämlich fast tot gemacht. Ich hab nur noch... Hast du mir gerade gegeben. Achso. Ja, kann ich mir nicht geben, weil ich jetzt voll bin. Ich brauche ja nichts. Ich kann was umbringen oder Schaden zufügen und ich krieg Leben dadurch. Das ist geil an dem Tod. Das ist echt geil. Der kriegt also Leben, wenn irgendwas kaputt geht. Das ist wirklich cool. Das ist eigentlich schon fast gescheatet. Ich hab jetzt 29 Leben irgendwie. Scheiße. Hm, wirst du meine. Soll ich dir mal den Hauch des Todes geben? Ich hätte gedacht, ich könnte ihn anzünden, aber das war nicht so. Aber dass ich ihm Leben absorbiere hier, das ist ja der Hammer. Dafür habe ich jetzt lebende Holzklotz. Was ich eigentlich wollte, ist eine Kiste machen für Zeug. Jetzt habe ich. Du hast jetzt mein ganzes Holz. Oh. Dafür sollte es eigentlich genutzt werden. Und wir sind auch schon wieder am Ende der Folge. Tja, wird er sein Holz wieder kriegen oder nicht?
weiß ich auch nicht. Ach, Katze. Ach, das brauche ich nicht. Das reicht ja immer noch nicht. Mensch, das war der Hammer. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.